Video werden Leni und ich uns einen Euro 2024 Elfmeter-Showdown liefern. Das Konzept ist einfach, aber extrem spannend. Vor jedem Elfmeterschießen bekommen Fabio und ich jeweils ein zufälliges Europameisterschaftsteam vom Glücksrad zugeteilt. Danach geht's in ein Elfmeterschießen und der Sieger bekommt einen Punkt. Und wer von uns beiden dann als erstes 4 Punkte geholt hat, krönt sich zum Europameisterschafts-Elfmeter-Champion. Und das werde ich sein, Fabi. Das bezweifle ich. Und der Verlierer, auf den wartet eine Bestrafung. Und zwar... Das verraten wir erst später, Freunde. Dann drehen wir auch schon zum ersten Mal das Glücksrad und ich darf heute mal anfangen mit meinem Team. Welches Team wird das? Belgien. Ich drehe jetzt mal mein Team. Naja, komm, das wird nicht es besser. Es wird Frankreich. François, Francais, France. Digga, ich... Das ist hier schon wieder Grütze. Oh, Leni, aber ein Blick auf die Elferschützenzeit. Guck mal, die sind komplett ausgeglichen von den Werten. Das wird ein richtig spannendes erstes Battle. So soll es aber auch sein, Fabi. Wer fängt an? Leni, ich. Das bist du, Frankreich. Du bist Frankreich. Mein Torwart, der zwirbelt ich glaube, das war schon gut. Du schießt doch nach links. Oh, der war gut geschossen. Lukaku, oh mein Gott, der steht da direkt im Eck schon, der Mistsack. Mbappé, komm, den ziehe ich mir. In die Mitte. Oh, Mist. Oh Gott, was ist hier los? Ich bin komplett... Oh mein... Oh, Lupfi-Lupster. Griezmann. Das wäre richtig... riesig, wenn du den verschießt. Komm, Griezmann. Ich treffe, das Mann. Kacke, Mann. Luke Bacchio, Luke Bacchio. Ich wusste eigentlich, dass du in die Mitte schießt, aber ja, ich warum bist mich... du dann gesprungen? Das sage ich dumm, ja. Ne? Komm, du schießt nochmal nach links. Jawohl, endlich ist die Parade. Du brauchst mich hier nicht schlagen. Das gibt eine Anzeige. Zack, Yannick Carrasco mit Carrasco in die Ecke. Mit Carajo in die Ecke, meinst du? Ja, genau. Genau. Adrien Rabiot, es steht 3-3, wir sind im Sudden Death. Rabiot! Ja. Ich habe überlegt mit der Ecke hier. Ja, überlegen. Du bist mir scheinbar überlegen. Und Thielemans hat Druck. Druck ist da und ich sage... Denn er muss die Murmel jetzt die Mitte treffen. Ich hab nicht in die Mitte, Junge! Ich hab nach rechts, Bruder! Aber es das ist egal, denn... Das Spiel ist so dumm. Okay, Fabi, das war ein schnelles Spiel und ich habe gewonnen. Das heißt, den ersten Punkt habe ich mir direkt mal gesichert. Und als Siegerin darf ich auch jetzt als erstes das Glücksrad drehen. Und? Es wird die Ukraine. Ah, bist du damit zufrieden? Klar. Du bist kein Gegner, egal was du ziehst. Side-Eye. Das werden wir schon sehen, Lili. Nein, komm, ich ziehe mir jetzt Italien, Portugal, Deutschland, irgendwas Dickes. Was ist das denn? Das ist Ungarn. Ukraine, Ungarn? Die spiele ich ungern. Leni, und auch hier unsere Schützen ähnlich gut wieder. Wird spannend. Wird wieder spannend. Spannend wird jetzt dann auch die anstehende Fußball-EM. Und was gehört zu einer Fußball-EM noch dazu? Richtig, die Spiele zu Hause gemütlich auf dem Sofa mitverfolgen oder selber in FIFA in den EM-Modus einzutauchen. Aber noch viel cooler als auf einem kleinen Fernseher ist es natürlich, das Ganze auf einer großen Leinwand zu verfolgen. Und mit dem Nebula Cosmos Laser 4K kannst du dir genau dieses Erlebnis zu dir nach Hause holen. Egal ob Filme, Fußballspiele oder YouTube-Videos, mit den 2200 ANSI-Lumen von diesem schönen Gerät wird das Bild so klar, dass du auch in hellen Räumen ein schönes 4K UHD-Bild zu sehen bekommst. Dank IR-Technologie ist das Setup kinderleicht, denn das Gerät analysiert die Umgebung und kreiert automatisch das perfekte Bild für dich. Und wenn du mal Bock hast, draußen das schöne Wetter zu genießen, kein Problem. Mit dem ergonomischen Tragegriff kannst du den Cosmos Laser 4K einfach überall hin mitnehmen und die EM-Spiele zum Beispiel draußen im Garten verfolgen. Mit 2 Full-Range und 2 Hochton-Lautsprechern bekommst du zudem den perfekten Sound. Mehr Stadion-Feeling zu Hause geht. Und dank dem integrierten Android TV 10.0 kannst du mehr als 400.000 Filme sehen und hast so auch nach der EM auf jeden Fall genug Content zum Angucken. Ich finde das Gerät top und freue mich auf spannende Fußballabende bei mir zu Hause. Wenn du das Video hier siehst, gibt's bei Nebula für Fußballfans gerade bis zu 35% Rabatt auf die Produkte. Den Cosmos Laser 4K gibt's aktuell für 1.424,99, aber auch den leichter tragbaren Mars 3 Air oder den Capsule 3 Laser gibt's bis zum 23.06. deutlich günstiger. Den Link zu Nebula habe ich dir unten in die Beschreibung gepackt. Check das gerne aus und hol das Stadionfeeling zu dir nach Hause. Aber oh mein Gott, Junge, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Das ist doch Schweinegrütze. Ich darf hier nicht lachen, weil vielleicht... Zigankopf, nee, ich bin hier schon im Hintertreffen, aber den ziehe ich mir super. Was? Dominik Schoboschlei, Lopfer, bam. Nochmal gleiche Ecke oder andere Ecke dieses Mal, Leni? Ha? Gleiche oder andere Ecke? Ich glaube, du gehst in die andere. Ah, oh, in die Mitte. Deshalb war ich so ruhig. Ja, ich habe mir schon gedacht, vielleicht bist du sneaky, aber dann doch nicht. Ah, jawohl, Salai. Nach links. Dieses Mal nach rechts. Oh mein. Oh, der war so schlecht. Der war wirklich schlecht. Aber immer noch gut genug für dich. Nagi, komm, Nagi. Nagi rein. Das wollte ich auch sagen. Oh. Gespenstisch, Lenny. Was?
Ach so, Leni. Kann es sein, dass du dumm bist? Nicht ist im Pressure. Mutig? Er ist mutig und trifft sich in die Mitte zum dritten Mal. Dritten Mal in Serie, das gibt's gar nicht. So, jetzt aber lang. Ich dachte... Langen Sack. Ich muss mich nicht lang machen und du schießt in die Mitte. Ja, war schlecht. Sinchenk hat jetzt Druck übrigens. Wieso? Ja, du musst treffen, sonst ist hier mal Game Over. Kein Stress. Sinchenko kommt, der schießt jetzt nach links. Ja, du hast doch geguckt, oder? Du kannst auch im Video nachgucken. Im Video nachgucken, ob ich Im geguckt habe. Im Video? Im Video, Lenny. Hä? Mann, und das heißt, das Schild ist 1-1. Boom! Fabi ist back in the game. Und darf jetzt auch als nächstes das Glücksrad drehen. Komm, in die Richtung Deutschland! Ah. Nope. Was haben wir da? Viva! España? España! Ich brauche jetzt Deutschland. Nein. Ist oh nicht Gott, Deutschland. Wird's Österreich. Es wird Dänemark. Top. Und Fabi, bevor es in dieses Spiel reingeht, ich habe eine wunderbare Idee für die Bestrafung. Ach so? Na dann lass mal hören, meine Guteste. Der Verlierer muss das Auto des Gegners waschen. Ja, das klingt ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also für den Gewinner ging es nicht schlecht. Deal? Deal. Denn du wirst verlieren. Okay. Gut, Leni, und für die Bestrafung ist das schon mal gut, dass Spanien die besseren Elferschützen hat. Guck mal, mein Torwart, der fühlt sich schon siegessicher. Zack, 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 zack. Ah, immer in diese Mitte, das ist so frech hier. Das wollte ich nicht mal. Ja, das ist natürlich dann das Nonplusultra. Oh ja, Sabal, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe im letzten Moment umentschieden. Dein Torwart-Movement hat mich hier irritiert. Das versuche ich jetzt auch mal. Wohin? Ich glaube hier. Hast du besser gemacht. Ins Eckchen. Bin Alvaro Morata. Nein. Doch. Kia, yeah. Ich bin stehen geblieben. Du bist ein bisschen in meinem Kopf drin. Oh, Ferran Torres macht ihn. Und ich werde hier aber keinen versammeln. Aber du versammelst hier keinen, oder was? Ja. Yep. Oh, Mistgrütze. Bisher zumindest nicht. Nee, bisher ist es richtig stark und Merino hat Pressure. Er muss treffen. Komm. No. Ja, yes. Was ist das für ein schlechter Elfer, Bruder? Wow, die Spanier sind hier wirklich... Danke. ...voll in Topform. Und das heißt was, Fabi? Dass du mit 2-1 in Führung gehst und ich einen Schritt näher bin, dein Auto zu waschen. Das hören meine Ohren gerne. Und weil ich gewonnen habe, darf ich jetzt wieder als erstes das Glücksrad drin. Und es wäre the Germany. Jetzt hast du Glück auch noch hier. Ich bin dran zum Zwirbeln und es wird Schottland. Ah je. Aber man muss sagen, Leni, die Deutschen sind gar nicht so überragend in Elfmetern. Nur die Schotten. Die Schotten sind halt wirklich blind. Aber die Schotten starten. Ferguson, der knuspert den direkt mal. Oh mein Gott, er springt noch gegen den Pfosten, der Dulli. Ja, aber er hat ihn gesaved. Also hat ihn gesaved. Das zählt. Du bist komplett Havertz, in meinem Kopf. Havertz. Junge, ich bin ja dort. Du wolltest, ja, aber zu niedrig. Ja, zu niedrig, immer zu niedrig. Zu niedlich ist der nicht, der ist gut. Ich dachte, vielleicht du bleibst in der Mitte. Komm, schieß in die Mitte. Oh, das ist doch, gibt's ja wirklich das nicht. Das war knapp. Das war mehr als knapp. Oh, so, jetzt. Ach, so eine Mistgrütze. McGregor. Ja, du stehst ja schon dort und das ist wirklich... Warum bist du da so in meinem Kopf drin? Wie, das ist so groß. Weiß ich nicht, aber groß macht jetzt da nach rechts schießt. Ja! Okay. Endlich. Zumindest mal einen, ne? Ah, na, ja, okay. Ja, da braucht... Ich hasse dieses Fabi, Spiel. Fabi, was ist mit dir los? Okay, aber man muss auch sagen, ich hatte gestern Geburtstag. Vielleicht gönnst du es mir heute einfach zu gewinnen. Nein, du schießt doch... Was? Ja, guck mal, das ist doch... Ich bin immer in der Ecke. Okay. Diese Schotten sind wirklich so kacke. Oder du. Oder ich, ja. Vielleicht bin ich ja Schotte. Aber wo ist denn du den Sack, Fabi? Ja, und wo ist mein Rock? Bildungsfernsehen, Freunde. Bildung ist wichtig. Genauso wie ein Daumen hoch auf diesem Video. Würde uns freuen. Kuss, Freunde. Und ein Abo. Und damit ist ab jetzt jedes Elferschießen ein Matchballspiel für Leni. Ich darf aber jetzt das Glücksrad drehen. Und das ist big. England. Aber können die auch was? Wobei eigentlich ist England verkackt ja immer im Elferschießen. Eigengrütze. Aber du vielleicht nicht. Ich glaube an dich. Du solltest jetzt erstmal lieber auf dein Glücksrad glauben, Leni. Das dreht sich schon. Und die bekommt auch noch Portugal. Aber Freunde, ist mir Pott egal. Ja, der war richtig schlecht. Cristiano Ronaldo, ich habe hier 92er. Ja, und dann fällt es aber ab. Ja, aber es ist bei mir genau das Gleiche. Es wird spannend. Egal, wir gehen rein. Leni startet, mein Torwart sagt, komm nur nach rechts. Ja, du schießt immer den ersten nach links. Das stimmt doch nicht. Vielleicht schießt du jetzt auch nach links. Nein, tue ich nicht, ich schieße nach rechts. Mist.
Cristiano Ronaldo, der dreht sich ganz langsam, ganz langsam! Oh. Ausgerechnet CR7 verzieht ihn. Okay, Concentration, Concentration. Concentration. Jetzt schießt du nochmal nach rechts. Bukayo Saka, Bukayo Saka! Ja, den Luft da oben gut rein. Komm nur, sag ich, komm nur. Ah, oh, Mist. Warum bleibst du denn stehen? Ja, ich wollte springen, aber hab mich dann irgendwie nicht getraut. Ich wollte springen. Ich knüppel den rein, nimm die Idee. Oh, du schießt den aus dem Stadion jetzt raus. Das war zu viel Turbo, Lini. Ja, Declan Rice, wenn der jetzt trifft, das wäre nice für England. Verstehst du? Weil dann ist England durch. Und Declan Rice lässt Fabi noch eine Chance. Das war eine schwache Runde von mir. Ja. Aber die nächste, Freunde, die mache ich. Ach so. Neuer Zwischenstand. Es steht 3 zu 2 für Lini. Sie hat immer noch ein Matchballspiel. Aber du könntest auch noch aufholen. So ist es. Mein nächstes Spin am Glücksrad war die Niederlande, Fabi. Das ist ein gutes Team für dich und deinen Matchball, aber ich habe Bella Italia gezwirbelt. Bitte, gnocchi, gnocchi. Und vor allem amtierender Europameister und halbwegs gute Elfmeterschützen. Besser als deine Niederlande. Das heißt gar nichts. Die Niederlande startet. Deron natürlich nach links. Rudi, muss los. Ah, ja, stimmt. Jorginho. Ah, natürlich nach rechts. So eine Grütze. Ich mache das ja eigentlich nicht nach einem Muster, aber ich glaube, du machst es nach einem Muster. Oh ja, doch, der ist gut. Der war perfekt ins Kreuzeckchen. Wirklich perfekt ins Kreuzeckchen. Berardi pflanzt den perfekt ins Mitteleckchen. Der ist kacke. Ja, der ist kacke. Sag mal. Du bist ja wirklich hier eine ganz, ganz Schrulle. Barella, mach das Ding. Van Dijk. Die hat jetzt schon mal den sogenannten Druck am Fuß. Ich bin dort gewesen eigentlich. Gesundheit, Leni. Und das hat mich hoffentlich nicht aus dem Konzept gebracht. Ja, da. Oh, ich dachte, du hast ihn. Ich dachte auch. Ja, aber jetzt hast du vor allem eins. Und zwar Druck. Xavi Simons muss treffen. Ich lasse mir da gar nichts. Du bleibst erzählen. In der Mitte. Du bleibst doch in der Mitte. Ja, voll. Ich raste aus! Wir sind ja im Sudden Death Entscheidungsspiel. Freunde, damit ist es angerichtet. Das Entscheidungsbett. Leni darf als erstes am Glücksrad drehen und. Was war das? Kroatien. Ja, ist ein ganz schweres Wort auf jeden Fall. Aber was drehe ich am Glücksrad? Meine Österreicher wären zum Beispiel ganz, ganz fein, aber es wird Rumänien. Okay, Fabian, was sagst du zu meinen Elfmeterschützen und zu deinen? Deine sind besser, aber ich werde dich besiegen. Oh mein Gott! Du fängst an und das ist schon mal bitter. Oh je! Oh mein Gott, ich wurde abgelenkt. Chikao Bao macht den ersten. Oh! Ich wusste, dass du nach links gehst. Der war knusprig. Luka Modric schon unter Druck. Du schießt doch jetzt nach rechts. Oh! Mist. Ja, macht er gut. Lovro Maja, der schießt jetzt nach links. Oh mein Gott, was ist hier los? Ali Beck hat den Matchball für Fabi. Der kann das Ding ja heute drehen, Jungs. Ali Beck. Ja, ich dachte, du machst das in die Mitte. Rumänien schlägt Kroatien und Fabi besiegt Leni. Die darf mir jetzt schön mein Auto putzen. Juhu, Freunde, das bereitet mir wirklich große Freude. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich auch dieses hier gefallen. Also, gern anklicken. Viel Spaß. Ciao.